Ladies and Gentlemen, Owen Music präsentiert euch die Bassmaschine. Wir sind die 12 an 9, wir drehen einen Werbefilm für die Schulze-Dede-Schule. Stellen Sie sich doch mal bitte vor. Ja, mein Name ist Ben Binger, ich bin seit 2007 Lehrer in der Schulze-Dede-Schule und auch seit diesem Zeitraum in der Fachoberschule eingesetzt. Mein Name ist Uwe Schwers, ich bin seit dem 1.11.1989 an der Schulze-Dede-Schule und auch von Anfang an in der Fachoberschule und mittlerweile Abteilungsleiter. Trecken Sie mit der hübigen Fahrt. Der grundlegende Hintergrund ist folgender: Die 11er-Klassen werden zusammengesetzt aus mehr als 20 abgebenden Schulen. Und wir möchten eben nicht, dass die Schüler aus einer abgebenden Schule zusammen in eine Klasse kommen, wenn sie es eben vermeiden lässt, sondern dass die sich über alle Parallelklassen verteilen. Und um dann die Klassengemeinschaft zunächst mal bilden zu lassen, wollen wir eben hier in Hübingen 3 gemeinsame Tage machen. Genau, das ist auch im Prinzip der Hauptschwerpunkt in den 11er-Klassen. Da steht ganz klar Teambildung, Teambildungsprozesse im Vordergrund. Das heißt, es werden verschiedene Übungen angeboten, die eben Teambildung, Kooperation, Kommunikation untereinander fördern und stärken sollen. Herr Binger, haben Sie schon signifikante Fortschritte bemerken können? Ich war immer nur mit 12er-Klassen da, deshalb bin ich da jetzt der falsche Ansprechpartner. Aber was ich so von Kollegen gehört habe, sind die Klassen immer sehr, sehr verstärkt im Klassenverbund aus diesem hübigen Projekt, aus diesem Aufenthalt wieder nach Hause gekommen. Steht der Schwerpunkt in den 12er-Klassen? Ja, die 12er-Klassen, die sollen nach Hübingen fahren, weil seit vielen, vielen Jahren in der Fachoberschule keine Klassenfahrt mehr stattfindet. Das finden wir sehr traurig. Und zum Zweiten über die gemeinsame Zeit auch nochmal zusammen mit Übungen zum Zielfindungsprozess eine Konzentration und Fokussierung auf den bevorstehenden Abschluss erfolgen soll. Wir haben auch heute im Wald gemerkt, die Übungen waren sehr, sehr stark auf Konzentration nochmal auf der einen Seite ausgelegt, auf der anderen Seite aber nochmal den Aspekt auf der 11 aufgegriffen, nämlich nochmal Teambuilding und das Team einfach in sich zu stärken, die Klasse. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Gerne. Gerne. Hallo, ich bin Christian, ich bin 32 Jahre alt und ich mache seit 4 Jahren jetzt mittlerweile Teamtrainings, Kommunikationstrainings mit Kindern, Erwachsenen, Schulen, Firmenveranstaltungen etc. Wie sind Sie dazu gekommen, das zu unterrichten? Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe vor 2008 mit einer Ausbildung zum Bürokaufmann bei Taunatus angefangen. Dort bin ich zu diesen ganzen Teamtrainings gekommen, da die das auch anbieten. Habe mich im Anschluss meiner Ausbildung dazu entschieden, das Ganze beruflich in selbstständiger Form weiterzuführen. Komme ich auch gerade zu meiner nächsten Frage. Was versuchen Sie für Werte zu vermitteln? Die Werte sind zum einen Teamarbeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch mit Leuten, die man mitunter nicht mag, was ja auch vorkommt. Häufig ist es bei Firmen, Schulen generell so, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeiten muss, man nur auf der Arbeit kennenlernt und nur beruflichen Kontakt hat. Hier kann man auch hingehen und einen privaten Kontakt aufbauen, sodass man sich privat kennenlernt, die Leute persönlich kennenlernt
und somit auch die persönliche Bindung zwischen den Menschen stärkt und so den seinen Kollegen näher kennenlernt und eher auf die Person eingehen kann. Würden Sie den Berufsweg nochmal einschlagen? Ja, würde ich wieder so machen. Das Positive an dem Ganzen ist, man sieht, wie sich Menschen auch weiterentwickeln. Und das ist halt eben sehr schön zu sehen. Ein Maurer sieht, wie seine Mauer wächst. Oder Handwerker sehen, wie ihre Arbeit wächst. Ich sehe, wie sich Menschen weiterentwickeln. Und das gibt mir persönlich sehr viel zurück, dass ich jederzeit wieder sagen würde, das ist der richtige Beruf für mich. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne.